Lola hat hier eine Waffe komplett. Ja, hallo. Hallihallo, ich bin wieder auf Weihnachtsmachttour. Heute ist Seligenstadt dran. Ja, Seligenstadt. Wie komme ich nach Seligenstadt? Ich bin heute gerade wieder mal unterwegs nach Formus Only, also Flipper Arcade Museum, habe ich gedacht. Nimmst du doch mal die Stadt mit als, naja, Weihnachtsmarkttour. Da ja Seligenstadt eine sehr historische Stadt ist, möchte ich halt euch gerne den Unterschied zwischen unserer Stadt, Wuppertal, Barmen, und Elberfeld und Remscheid zeigen, dass die hier nicht mit den Lichtern sparen. Also ihr seht hier die Häuser alle schön umrandet. Und wenn wir jetzt reingehen in die Stadt, werdet ihr sehen, wie bunt das da ist. Das heißt bunt, nicht hell. Und das geht nicht nur hier auf dem Platz, sondern das geht hier die komplette Straße entlang. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier ein altertümliches Aufbau. Kinderkarussell. Teller. Spanische Reibe. Spanische Reibe, also irgendwas für den Haushalt. Dann haben wir auch, wie bei uns auch, Hüte, also hier Kopfbedeckung, Handschuhe, oder Schuhe, Reibekuchenstand. Und man sieht hier auch an den Hausbedingungen halt, es ist also hier nicht gerade sparsam beleuchtet, was ich auch eigentlich gut finde für den Weihnachtsmarkt. Ich gehe mal hier außerhalb rum und dann gehe ich kurz in den Markt rein. Eiskaffee, naja, das ist bei der Kälte, müsste es eigentlich ein Warmkaffee heißen. Oder warmes Eis gibt es ja nicht. Ihr seht, wie schön es hier dekoriert ist. Hier runter geht es dann nochmal zum Fluss. Leute in weihnachtliche Stimmung. Gehen wir mal rein, wollen wir mal die Leute hier ein bisschen schubsen. Alle in fröhlicher Glühweinstimmung. Gehen wir mal die Stände entlang. Ja, Waffeln kriegst du hier. Auch wieder hier. Socken, Kopfbedeckung. Was ich bei uns in Remscheid misste, oder in Wuppertal, das waren Kerzen. Die kriegst du Kerzen. Und naja, sollte man vielleicht für den neuen Jahr mal überlegen, sich ein paar Kerzen zu besorgen oder mehr Kerzen. Spielzeug, Sorgenfresser. Ja, was haben wir noch? Ein Crepe-Stand, Seifen, Schals. Schmuck. Heiße Ebene, heiße Rotbein, ja, heiße Rotbein. Waren vier. Dekokästchen. Bilder und Halstücher. Also im Gegensatz in manchen anderen Städten habt ihr ja mehr Auswahl. Ein Karussell, wie wir schon waren vorhin dran. Kinderkarussell, wunderschön beleuchtet. Manche Stellen sogar besser. Entschuldigung. Knobi-Brot und Winzerglühwein. Also ihr könnt euch auch einen schweren Kopf machen. Wein. Ich war mal auf dieses Weinfest gewesen und habe mir da ein paar gute Flaschen besorgt. Also die haben leckere Weine hier im hessischen Bereich. Und Seligenstadt liegt fast an der Grenze zu Bayern.
hausgemachte französische Glühweine. Auch wieder Lichterdekos, Weihnachtsschmuck, also Kleinodien fürs Weihnachtsbaum und für andere Sachen. Auch hier habt ihr Weihnachtsschmuck. Kleine Engel, vor allem ein Engelstand. Da wüsste ich, wem ich da schenken könnte, was. Da habe ich auch noch eine Idee. Jo. Pizza könnt ihr kriegen. Heiße Getränke. Ich habe da auch wieder für Kinder Mützen, Socken. Ihr seht, wie viel was fertig los ist. Viel, viel, viel Leute. Auf jeden Fall mehr los als bei uns. Ja, was haben wir hier? Auch kleine Figürchen, Engelsfiguren, Kerzen, Weihnachtsschmuck. Ja, für halt fürs Fenster diese Leuchtpyramiden. Nussknacker, Weihnachtskugeln. Bitte? Nicht das Räuchermännchen, sondern sowas, wo die Oma hat. Brennholz sollte man nicht hinlegen. Jetzt ist es ziemlich teuer geworden. Gehen wir mal ein bisschen auf den Hauptweg. Und dann schneide ich nochmal die Hauptstraße entlang. Ja. Ja, die Geschäfte haben noch auf. Normalerweise kenne ich Seligenstadt, dass die bis 14 Uhr hier alles dicht machen samstags, aber bei einem Weihnachts- oder besser gesagt zweiter Adventssamstag. Naja, hier hast du, was haben wir hier? Schaumküsse, verschiedene Sorten. Germknödel. Habe ich überhaupt keinen Stand bei uns gesehen. Auch wieder Glühwein. Also hier könnt ihr euer Kopf wirklich dick machen. Original Bunzlauer Keramik. Ja. Ihr seht selbst hier, hier habt ihr Keramik, wir in unserer Stadt nur noch Fressbuden haben. Schmuck, Modeschmuck für, was, wo findet ihr noch eigentlich wunderschöne Weihnachtssachen? Wir hier vorne haben auch noch einen Weihnachtsgang mit Hütten. Ob ich da mal durchgehen muss, schauen wir mal. Oder hier, schaut euch mal die Straße an. Die ist bunt ohne Ende mit Lichtern. Wobei ich immer bunt für hell meine. Wagenstand mit. Ah, naja, ich kenne mich jetzt nicht, aber sah für mich wie Flammkuchen aus. Ja, was haben wir noch? Depression, na gut, das ist wieder so ein Stand für die Gesundheit. Das ist natürlich kein Stand, das ist natürlich die Außenfläche von Laden, Kleidung zu kaufen. Aber das ist, glaube ich, fürs andere schlecht. Der Marktplatz ist hier. Gut, hier fängt der Marktplatz an, wie ich sehe. Aber laufen wir mal durch und schauen wir uns mal die Häuser an. Ihr seht, trotz hoher Energiepreise, die sie hier so uns aufdrängen, haben wir auch hier einen schönen Weihnachtsmarkt. Zumindest die Beleuchtung gefällt mir. Seligenstadt ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Ort, da mal Weihnachten hinzufahren. Danach gäbe es noch der Frankfurter Weihnachtsmarkt. Da habe ich auch noch ein Video drin stehen. Da müsstet ihr mal reinschauen. Da gibt es einige Videos dazu. Also die ganze Lichterschmuckgeschichte geht bis hier unten beim letzten Haus. Ja,
Und ja, dann geht es nochmal links runter. Also letztes Jahr, ja, kann man das vielleicht sagen, letztes Jahr, ob ich letztes Jahr unten war, glaube nein, vorletztes Jahr, war noch mehr Beleuchtung gewesen. Gut, hier haben wir jetzt das letzte Haus da hinten. Das ist das letzte Haus halt, ne? Da gehen wir wieder mal zurück. So, ich gehe wieder zurück. Wenn ihr euch das vorstellt, dass ihr jetzt kurz vor Weihnachten noch abends einkaufen geht oder ein paar Geschenke kauft, bei dieser Atmosphäre, ist doch genial. Doch ein bisschen Warmton reinmachen, damit es ungefähr der Farben entspricht, die ich vor Augen habe. Ja. Mein Lieblingsstand ist hier der mit den Esskastanien, Maronen. Da habe ich ja mal gesagt, die schmecken wie süße Kartoffeln. Ja, die Kinder tanzen einen vor die Füße. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass nicht gleich die Aufnahme den Boden berührt, dass ihr Steine seht, anstatt den Weihnachtsmarkt. Es ist eigentlich egal, wie viele Leute rumlaufen. Ihr merkt halt, wie viel Atmosphäre hier ist momentan. Okay, ich gehe mal hier den halben Weg rein, um zu sehen, wie hier die Nebenstraße gerade besucht ist. Auch hier wieder Mützen, Socken und Schals. Hier Porzellan und was haben die noch hier? Seifen. Portemonnaies, Handtaschen. Warme Utensilien für den Winter, Damentaschen, Schmuck, naja. Halt alles, was das Damenherz so mag. Und was haben wir hier? Und wieder ein Glühweinstand. Auch hier könnt ihr euch den Kopf wieder vollhauen. Was noch? Ja. Man sieht hinten die Beleuchtung. Da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben, auch hier wieder mal festlich zu setzen. Hier macht schon einer zu. Wow, schöne Beleuchtung. Halt dann. Toll aus. Ja. Baumschmuck. Da kann man sich auch im Hals tun. Wieder Seifen. Oder was ähnliches. Porzellan. Sollte man natürlich nicht an Polterabend zerschmeißen, weil sie zu teuer sind. Ja, was haben wir hier? Verkaufsstand von Reinigungsmittel, also schon kommerziell. Er muss ja auch sein, ne? Ich hoffe, dass ich nicht durch der Warterei hier noch ein bisschen den Film schneiden muss, aber gucken wir mal. Der alte Turm.
Früher hatte die Stadt sogar eine Mauer um den Kern rum. Das ist noch so ein restlicher Turm von. Ja. Und dann rechts? Ihr seht, die Straßenbeleuchtung geht fast die ganzen Wege entlang. Dann wirst du bleiben, wenn du schnell. Ja. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Ihr werdet euch wundern. Ich werde jetzt springen. Nein, ich mache Pause und dann nehme ich weiter hinten auf. Einen kleinen Sprung, guckt euch mal das Auto an. Lustig, ne? Das ist ein Oldtimer. Wie findet ihr den? Wind schön. Ah. Schlicht und einfach gebaut. Geht da mal was kaputt, kann man ihn reparieren. Gut, die gelbe Beleuchtung ist jetzt die Dekoration für das Fahrzeug. Aber naja. So, jetzt bin ich wieder auf dem Hauptweg. Es geht wieder zurück, ihr seht, es lohnt sich hier. Also. Gut, hier ist eine Beleuchtung ausgefallen hier oben. Aber egal. Es geht noch weiter hier runter, dann findet man noch einen Vorplatz. Aber da ist eher so mehr die Türen beleuchtet und naja. Die Ordnungshüter hier müssen ja auch sein. Ja. Also, den Marktplatz selber haben wir durch. Jetzt laufe ich die Hauptstrecke entlang. Gut, ihr habt ja Schuhe, so als Schuhfachgeschäft hier. Holzschnitzereien für ein. Ja. Als Deko fürs Forsthaus. Eulen, Weihnachtsmänner, Schneemänner. Taschen. Ja, hat er schon erzählt, dass da ein bisschen zwei Taschen gemacht haben. Ja, aber ganz Wahnsinn. Ja, ich will auch mal durchquälen. Was haben wir noch hier? Viele, viele Leute. Die wollen natürlich hier durch. Jetzt muss ich mal den Film gleich schneiden. Frische Reibekuchen. Dann haben wir noch hier Futteralien. Mettenten, also Mettwürstchen, Winzer Glühwein, Schokolade überzogene Früchte. Schlümpfe. Ihr könnt Schlümpfe kaufen. Habt ihr eine Schlumpfsammlung zu Hause? Sieht doch gut aus. Also. Wo habt ihr noch mehr Dekos als hier in Seligenstadt? In Frankfurt, natürlich. Aber das sind ja zwei riesengroße Unterschiede. Schaut euch mal die beleuchteten Dekos an. Nicht rüberlaufen, dann sind das Dekos mal gewesen. Dann zählen sie, sagen wir mal, zu antiken Scherben. Sieht doch klasse aus. Schaut euch mal, wie viel Mühe die hier geben für die Weihnachtszeit. Alles beleuchtet. Kann man sich vors Haus stellen oder ins Haus stellen. Natürlich nicht unbewacht, sonst leuchtet euer Haus, eure Wohnung. Das ist allerdings dann keine Weihnachtsdeko mehr. Naja. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen den Eindruck des Weihnachtsmarkts hier wiedergegeben habe und möchte euch sagen, gut, ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier rausgeht, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall schnellstens rausgehen, denn jeder Markt braucht seinen Umsatz auch und gebt euer Geld aus, bevor es nichts mehr wert ist. Die Inflation, die frisst ja fast alles auf und
diese 10,1% werden noch höher werden. Glaubt mir. Gib das Geld lieber aus, bevor es nichts mehr wert ist. Ich empfehle Schmuck für die teuerste. Also für eure Frau. Oder wenn jetzt eine Frau das gerade sieht, dann holt für euch mal für euren Mann ein tolles Schmuckgeschenk. Es kann ja etwas Goldenes sein. So, ich sag mal, das war's und wünsche euch noch schöne Festtage. Solltet ihr das Video nach Weihnachten sehen, hoffe ich, ja, der Weihnachtsmarkt hat euch ein bisschen beeindruckt. Ciao!